Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und technische Tricks für den PC, Grafikkarte und andere Hardware. Was ihr hier seht, das ist eine alte Steuerung für die Grafikkarte gewesen, nennt sich EVGA. Und damit konnte man sozusagen die Temperatur überwachen, man konnte die alte Lüfterkurve einstellen, man hatte ja sozusagen alles auf einen Blick. Und hier konnte man noch andere Sachen einstellen. Das ist hier jetzt ein Screenshot, weil ich in OBS das Ding als Film aufnehmen wollte, um hier noch ein paar Features zu zeigen und Einstellungsmöglichkeiten. Doch das Ding, das zeigt sich nicht in OBS. Also habe ich mir gedacht, wie in einem Vampirfilm, wo du Vampire nicht im Spiegel sehen kannst, löschst du dieses EVGA. Also putzte von der Platte, demnach ist dieses Steuerungsmodul, dieses Steuerungswerkzeug für die Grafikkarte jetzt für mich Geschichte. Ich habe nämlich was Besseres vorzustellen. Und zwar möchte ich hier einen anderen Tweaker für die Grafikkarte vorstellen, und zwar den MSI Afterburner. Das hat nichts mit Popobrennen oder sowas zu tun, sondern es ist ein umfangreicheres und luxuriöses Grafikkartentool, welches ich hier schon mal rechts unten in der Ablage habe und mal hier starte. Und mit dazu installiert wird noch ein Server, so nennt sich das, ein Riva Tuner Statistics Server. Zu dem komme ich später, weil der ist richtig cool. Gut, jetzt gehen wir mal erstmal auf den MSI Afterburner ein. Das ist also sozusagen die MSI Grafikkarten Performance Booster Einheit. Und jetzt gehen wir erstmal auf Settings und wollen mal das Ganze mal ein bisschen größer machen. Ja, das ist schön. Hier kann man nämlich sehr viele Sachen einstellen. Einfach mal durchgucken. Ich gehe mal auf, ach, wollen wir auf 150%? Wir machen mal volle Kalotte, damit man hier was Schönes erkennen kann. Ja, auf der linken Seite sehen wir natürlich die GPU-Einheiten, die Voltage, also die Stromgeschichte, die man hier sozusagen eingeben kann, oder die Power, dem Power Limit, die Overclocking-Geschichten oder auch die Fanspeed-Geschichten, also die Lüftergeschichten. Entweder mache ich systemeigen oder ich benutze eine User-Defined, also eine benutzerdefinierte Grafikkartenkurve. Grafikkartenkurve, nein, Lüfterkurve natürlich für die Grafikkarte. Wie das aussieht, das kann man hier mal sehen. Und zwar gehen wir mal doch hier auf die Einstellungen, und zwar hier gleich der zweite Teil, es ist der Lüfter. Und zwar kann ich hier sozusagen wie so eine Art, oh, lustig, ne? Also kann ich hier alles selber einstellen. Und hier unten ist der Temperaturverlauf, hier oben ist natürlich die Lüftergeschwindigkeit in Prozent. Und ja, da soll der Lüfter ein bisschen aufmachen, wenn er so zwischen 40 und 50 Grad ist, dann soll er ein bisschen mehr lüften. Ich habe einen ziemlich lauten Lüfter, das nervt mich ein bisschen. Deswegen könnte man das im Hintergrund in der Aufnahme auch wahrnehmen. Gut, gehen wir erstmal hier zur allgemeinen Einstellung. Gut, ich habe eine ziemlich alte Karte, eine kleine Karte, reicht aber für meine Bedürfnisse. Und hier gibt es jede Menge Einstellungen. Also wirklich, die meisten Einstellungen, die man da machen kann, da weiß ich nicht, was die bewirken, weil ich habe dieses Programm noch nicht so lange. Aber was ich gelesen habe, ist die Überwachungsgeschichte. Das heißt also, man kann per On-Screen-Display, also in Einblendung von Spielen und Programmen, kann man seine Daten, die hier abgebildet werden, also hier in diesem, ja, ich muss mal hier wieder abschalten, die hier in dieser Liste sind, die ganzen Statistiken über Lüfter, über CPU, über Speichergeschwindigkeit, über die Auslastung, über die Voltages, über die Spannungen, also alles kann ich hier erfassen und auf einen Blick sehen, kann ich auch in ein Protokoll schreiben, während ich ein Programm oder ein Spiel mir angucke und möchte wissen, sag mal, wie viel benutzt das Spiel eigentlich, wie wird meine Grafikkarte malträtiert, und das lässt sich hier in der Überwachung einstellen. Wie? Wir haben hier eine ganze Liste, in der ich das einstellen kann. Also das entspricht der Liste, wie sie hier auf der rechten Seite ist.
interessiert mich erstmal die Temperatur, die Auslastung und der Prozessortakt und die Framerate interessiert mich, dann die CPU-Temperatur insgesamt und die der einzelnen Kerne, die RAM-Auslastung, okidoki, das soll es erstmal gewesen sein. Man kann natürlich alles machen, aber wozu? Wie ich das jetzt mache, dann gehe ich einfach hin, angenommen, ich möchte hier die Busnutzung sehen. Dann gehe ich hier drauf, da muss ich ein bisschen weiter runter scrollen und dann gibt es hier Zeige On-Screen-Einblendung, OSD. Wasch. Dann ist dann hier OSD drin und dann wird das dann während in einem Programm des Ausführens des Programms oder Spiels angezeigt. Oder zeige im Logitech Keyboard Display. Ja, jo, ich habe aber kein Logitech Keyboard mit Display. Aber ich möchte es nicht haben. Ich möchte einfach nochmal zeigen, wie das aussieht. Und zwar folgendes. Jetzt kommt der Reverb Tuner zum Einsatz. Das ist er hier, der dafür verantwortlich ist, dass die Sachen überhaupt in den einzelnen Programmen oder in den Spielen angezeigt werden. Dann gehen wir mal hier auf den lustigen Franzosen und werden das Ding auch mal hier auf volle Kalten, ja, so wie auch ja nicht gerade mal, dass es in der Höhe ausgefüllt ist. So, dann gehen wir ihn noch mal hier weg. So, der hat nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Ja, kann sozusagen, der ist dafür zuständig, die Daten, die statistischen Daten hier auf dem Spiel oder beziehungsweise auf dem Monitor anzuzeigen. Ich werde das mal nach links unten setzen. Dann haben wir hier noch die Application Detection Level. Das weiß ich nicht genau, was es ist, aber ich denke mal, dass der Server sich mehr Mühe gibt, ein Spiel zu suchen oder ein Programm zu suchen, damit er seine Daten einblenden kann. Stealth Mode, ja, habe ich mal aktiviert, hat aber überhaupt nichts gebracht, weiß ich nicht, was das ist. Custom Direct 3D Support habe ich noch nicht ausprobiert. Framerate Limit, das kann man sich denken. On-Screen Display Support ist an und dann hier On-Screen Display Rendering Mode. Entweder in Raster 3D oder in Vektor 3D oder in Vektor 2D. Was ich hier immer nur sehe, ist, dass sich die Schrifttype verändert bei Vektor 2D und Vektor 3D. On-Screen Display Coordinate Space. Koordinaten entweder als Frame Buffer oder Viewport. Kann mir einer erzählen? Ich weiß es nicht. Habe auch noch nicht so ausprobiert. On-Screen Display Shadow. Okay, da hat man so ein kleines Outline an den, sag schon, an den Buchstaben, um den Buchstaben. Ach ja, da kann ich wahrscheinlich eventuell hier. Nö. Doch, die Farbe kann ich ändern. Lustigst. So, dann wollen wir mal ein richtig schönes, knalliges Orange nehmen. Ja, ein schönes, knalliges Orange ist auch schön. Okidoki, jetzt sehen wir das auch. Jetzt steht hier global. Hier ist nämlich noch eine Liste. Und das heißt also, ich kann sozusagen für jedes Spiel, na, verstehe, glaube ich, muss ich halt eben nur auf meinen Computer gehen und sagen, wo ich meine Spiele habe, weil ich habe das irgendwo gesehen, dass ich spezielle Programme definieren kann, die hier aufgeführt sind und mir meine individuellen Einstellungen hier in dem Statistik-Server übernimmt. Also global würde jetzt heißen, also jedes Spiel oder jedes Programm und dann zeigt es mir an. Ich gehe zum Beispiel auf den OBS hier an. Dann sieht man schon in dieser Anwendung OBS Studio, dass er mir hier auf der linken Seite die ganzen Statistiken anzeigt, die ich, haha, und zwar gucken wir mal gleich hier hin. Unter Settings, unter Onscreen Display, nee, unter Überwachung hier markiert habe. Das sieht, ist natürlich jetzt hier ein Bildschirm, eine Bildschirmrückkopplung, ist logisch, weil ich das hier auf Bildschirmaufnahme gestellt habe. Wie sieht es denn aber im Spiel aus? Und das erfahrt ihr im zweiten Teil von Tipps and Tricks für die Grafikkarte MSI Afterburner. Abonniert mich, gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns. Und habt eine schöne Woche. Tschüss.